Puh, das war gut. Die Lasagne gestern, die hat ein bisschen gesessen. Aber es ist ganz schön schwierig, mit dem Gips deinen Arsch abzuwischen. Oh, die anderen sind ja schon alle da. Schnell auf den Platz. Hey Jonas, willkommen zurück. Ich hoffe, du hast dich von deinem Unfall gut erholt. Und wie ich sehe, hast du einen riesen Gips bekommen. Ja, mir geht's schon wieder besser. Und ja, mein Riesengips ist cool, oder? Also Anna, wenn du willst, kannst du gerne drauf unterschreiben. Gute Besserung. Und ein Herzchen. Und Anger. Vielen Dank, Anna. Also ich muss jetzt auch zurück zum Platz, denn Herr Decker kommt ja gleich. Und dann haben wir gleich Mathe, soweit ich weiß. Hey Marvin, ich bin wieder da. Bist du bereit gleich für die große Pause? Hey Jonas, ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf Unterricht. Hoffentlich geht das jetzt schnell vorüber. Bonjour, meine Schüler. Heute ist Herr Decker krank und wir werden heute ein bisschen Französisch lernen. Und deswegen wird der Mathematikunterricht ausfallen. Jawohl, kein Mathe. Ich habe außerdem auch noch die Hausaufgaben heute vergessen. Was für ein Glück heute. So, meine Schüler, heute lernen wir die französischen Zahlen. Das ist die 1, auf Französisch ist das en. Dann haben wir die 2, das ist de. Die 3, das ist trois. Und zu guter Letzt haben wir die 4, quatre. So, meine Schüler, jetzt machen wir das nochmal zusammen. En, deux, trois, quatre. En, deux, trois, quatre. Sehr gut, meine Schüler. Die Pause beginnt jetzt auch jetzt schon für euch ein bisschen früher, denn ich muss jetzt los. Marvin, beeil dich! Pack deine Sachen schnell ein, wir müssen raus! Aber Jonas, da ist ja jetzt schon alles besetzt. Der Nils, der ist jetzt gerade schon auf der Seilbahn. Und die Mädchen da drüben, die haben das Karussell besetzt. Hast du noch irgendeine Idee, was wir machen können? Auf was hättest du denn Lust? Das ist eine gute Frage. Also alles ist ja hier schon besetzt und ehrlich gesagt würde ich gerne auf die Seilbahn nach oben, aber das ist auch schon alles voll. Was könnte man noch machen? Die Seilbahn ist besetzt, Kettenkarussell ist weg. Fußball haben wir nicht mit, das ist noch in der Klasse. Und Marvin, hörst du mir überhaupt zu? Marvin? Hä? Marvin, wo bist du? Hey Jonas, ich bin hier, ich bin hier. Guck mal hier oben. Boah, klasse Marvin, du bist ja ganz oben. Ja, das bin ich. Und die Aussicht, die ist so geil. Das musst du auch unbedingt machen. Du musst auch hier hochkommen. Puh, das wird ziemlich schwierig. Ich habe eigentlich nur einen Arm zur Verfügung und das andere ist ja gebrochen. Aber ich muss unbedingt nach oben. Puh, jetzt die linke Hand nochmal nach da oben hin und. Ah, boah, ich glaube, ich schaff das. Ja, das schaffst du auf jeden Fall, Jonas. Komm, ein kleines Stück noch, dann bist du hier. Puh, ich habe es fast geschafft. Aber Moment mal. Was ist das für eine Flüssigkeit da? Hat Marvin wieder seine Hände nicht gewaschen und ist das Marmelade? Egal, ich muss aber jetzt auch mit meiner Hand daran. Das ist ganz schön glibberig. Aber egal. Marvin, gib mir mal deine Hand. Oh, oh, oh! Aua! Aua, ich bin runtergefallen. Aua, Marvin! Hilfe, Marvin! Ich spüre meinen Arm nicht mehr. Aua! Oh mon Dieu, Jonas, was ist schon wieder passiert? Oh mon Dieu! Marvin, lauf zum Sekretariat und hol einen Krankenwagen. Wit, 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 schnell! Notfallhubschrauber, Notfallhubschrauber, hier Zentrale. Einmal bitte melden. Notfallhubschrauber, wir haben einen Unfall auf der Schulstraße 1. Einmal bitte melden. Hallo, hallo, hier ist der Notfallhubschrauber. Ich habe verstanden, ich werde sofort zum Unfallort fahren. Ich bin jetzt angekommen und ich habe das Unfallopfer gesichtet. Ich werde jetzt landen. Das Unfallopfer ist relativ jung, geschätzt 10 Jahre alt und hält sich den Arm. Wie möglich hat er sich den Arm gebrochen. Hey kleiner Mann, Hilfe ist jetzt da. Mach dir keine Sorge. Wie heißt du denn und was ist passiert? Mein Name ist Jonas und ich bin 8 Jahre alt. Ich bin die Klettermann. Oh, Knopf, klettern. Und bin ich runtergefallen. Oh, jetzt tut mir mein linkes Arm weh. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Okay. Lass mich mal eben fühlen. Oh, ja, der ist tatsächlich gebrochen. Das sieht ganz, ganz, ganz übel aus. Du musst auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Wir müssen den Jungen auf jeden Fall mitnehmen. Der hat sich den Arm gebrochen. Wir legen den jetzt auf die Wanne und dann bringen wir den ins Krankenhaus und dann wird er wieder gesund. Okay, der Junge ist im Hubschrauber und wir können abheben. Abheben, bitte. Okay, ich habe verstanden. Zentrale, Zentrale, bitte komm. Wir fliegen jetzt los.
Hey Freunde, das war's leider auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Genauso könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keine Abenteuer mehr mit uns verpasst. Um auf Nummer sicher zu gehen, klickt ihr am besten auf die Glocke. Des Weiteren findet ihr hier an der Seite weitere tolle Geschichten. Klickt einfach drauf. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Tschüss!